Jennifer Lawrence und Bradley Cooper sind zurück mit Silver Linings. Das ist ein Drama über zwei psychisch Kranke, die in der Nachbarschaft wohnen und zufälligerweise sich deren Wege kreuzen. Und das Ganze kann natürlich auch in einer Liebesgeschichte enden. Wir wissen es nicht. Für euch jetzt erstmal ein Ausschnitt. Hey! Woher weißt du, wann ich laufe? Ich wollte was klarstellen. Ich will, dass wir Freunde sind. Hast du das gehört? Warum machst du es mir eigentlich so schwer? Nein, ich mach's dir gar nicht schwer. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, wenn du diese Scheiße abziehst. Willst du in dem Laden da mit mir essen? Hol mich um 7.30 Uhr ab. Man sieht ja schon, das Ganze kann nur funktionieren, wenn die Chemie zwischen Jennifer Lawrence als Tiffany und Bradley Cooper als Pat, wenn das irgendwie funktioniert. Wenn die sich begegnen, dass das mal auf Augenhöhe ist und mal nicht, dass da eine Entwicklung in den Charakteren ist. Und die ist in dem Film auch definitiv vorhanden, denn wirklich zwei Drittel des Films sind, wenn eben, bei den beiden. Andere Szenen sind auch toll, gerade wenn Robert De Niro als Vater irgendwie Pat dazu bringt, hey, guck doch Football mit uns, mach doch normale Sachen mit uns. Das ist sehr interessant geworden. Leider gibt es einige Stellen, wo dann übertrieben auf so diese psychische Krankheit von beiden hingewiesen wird. Dann sitze ich da und denke mir als Zuschauer, ja, ich habe das verstanden. Ich kenne die Vorgeschichten der beiden und weiß auch, warum sie so agieren. Das müsst ihr mir nicht 10-mal immer aufs Brot schmieren. Da muss ich sagen, da hätte man 10 Minuten aus dem Film ohne weiteres kürzen können, weil das nervt einfach. Und das ist ein bisschen schade. Aber der Film ist nicht zu Unrecht, gerade bei den Darstellern, also von der schauspielerischen Leistung, einer der Oscar-Favoriten für dieses Jahr. Eine der Schwächen habe ich euch ja schon gesagt, dieses Herumreiten auf dem Problem. Die große Stärke des Films sind aber tatsächlich fantastische Momente. Das heißt, für mich ist der Film nicht in seiner Gesamtlaufzeit großartig geworden, hat aber dafür ganz tolle Momente, wo ich sage, da hat man sich wirklich was bei gedacht. Und das sind insbesondere die Szenen, wenn Bradley Cooper und Jennifer Lawrence zusammentreffen, ob das beim Jogging ist, das ist wirklich teilweise famos geworden. Aber auch wenn sie im Restaurant sitzen, also eigentlich immer, wenn sie spontan aufeinandertreffen, dann wird es witzig, aber auch dramatisch. Und da haben sich die Drehbuchautoren wirklich was bei gedacht. Leider zieht sich das gerade am Ende, wird es dann ein bisschen konventioneller. Also es ist dann schon die letzten 20 Minuten recht vorhersehbar, dennoch nicht uncharmant dabei, deswegen kann man dann mal nicht so bösartig auf diesen Film sein, weil die Figuren einfach sehr viel Wärme auf die Leinwand transportieren und deswegen war das eigentlich dann gar nicht mehr so schlimm. Wer soll sich das Ganze anschauen? Freunde von Liebesgeschichten, die eben nicht ganz konventionell erzählt sind. Also es gibt jetzt hier eben nicht den schönen und die nicht erwiderte Liebe und am Ende kommen sie doch alle zusammen. Nein, hier passiert mal ein bisschen mehr und Freunde von solchen Filmen dürfen sich das auf jeden Fall anschauen. Wer sollte sich das Ganze nicht angucken? Es ist eben wieder ein Problemfilm. Und es soll ja Leute geben, die mit Problemfilmen ihre Probleme haben. Was für ein schlechtes Wortspiel, Herr Porschen. Aber wer darauf eben nicht so kann, sollte da die Finger von lassen. Und auch allgemein, wenn man jetzt sagt, so, ey, ich möchte entweder ein Drama haben oder eine Komödie und nicht so ein Mischmasch. Das ist natürlich hier auch so eine Tragikomödie eben. Und da kenne ich eben auch viele, die sagen, ich möchte es klar getrennt haben, dann auch von Silver Linings die Finger lassen. Ich persönlich gebe dem Film 7 von 10 Punkten. Das ist also eine gute Bewertung. Bin mir nicht ganz sicher, ob er wirklich bei den Oscars so große Chancen hat, auch wenn die Performances wirklich fantastisch waren. Aber ich habe ja jetzt auch gerade in den nächsten Wochen einige Filme, die ins Oscar-Rennen reingehen werden. Da habe ich auch ein paar schon von gesehen und deswegen glaube ich nicht, dass er da so gut platziert ist. Er hat seine Stärken und die Stärken, die er hat, sind fantastisch. Die Schwächen aber können eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass es eben nur ein guter Film ist. Das war wieder die Filmkritik aus der Filmfabrik. Muss ich ja irgendwie immer ein bisschen anders unterbringen, unseren kleinen Slogan. Wenn euch das gefällt, ach, das ist wieder die Platte, ne? Daumen hoch! Und wenn nicht, den Daumen runter. Hier gibt es noch eine andere Review, die ihr euch anschauen könnt. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, denn gerade im Januar kommt wirklich ein Film nach dem anderen. Also, bis bald.